Ein ganz privates Geständnis von Vanessa Mai und gute Nachrichten von Uwe Seeler. Mehr jetzt. Vanessa Mai und Tanzen, das gehört einfach zusammen. Und je witziger, umso besser. In etwa so hier. Radio say speed it up, I just go slow. High like trouble, puffin' on the mute. The man ain't ever seen a booty like this. And why you think you keep my name rolling up? That's my name, bass be low. Radio singen bleibt die Nummer 1 bei ihr. Sie nimmt neue Songs auf, arbeitet an 5 Projekten gleichzeitig gerade. Trotzdem hat sie die Zeit mit ihrem Mann Andreas Färber zu Hause während der Corona-Beschränkungen genossen. Doch jetzt ist Vanessa Mai endlich wieder unterwegs. Endlich mal raus, mal wieder ans Wasser. Vanessa Mai genießt die neue Freiheit und einen Arbeitstag in Hamburg. Einen Lagerkoller hatte sie aber auch während der Ausgangssperre nicht. Und ihre Ehe wurde auch nicht auf die Probe gestellt. Andreas und ich hocken jetzt nicht mehr oder weniger aufeinander wie vorher. Also da hat sich nichts geändert. Wir sind 24 Stunden zusammen, da hat sich nichts geändert. Aber ich habe da viel mitbekommen, dass manche Paare sich erstmal richtig kennenlernen jetzt. Mein herzliches Beileid. Und sonst Familie. Nein, auch wir hatten immer engeren Kontakt. Das ist das Schöne, dass man das halt auch... Ich habe es von vielen gehört, die sagen, oh, man sieht jetzt auf einmal, wie wichtig die Familie ist und man rückt sich näher und bla. Das war vorher bei uns genauso. Deswegen hat sich da nichts geändert. In einem Hamburger Studio nimmt Vanessa Mai einen neuen Song auf. Außerdem hat sie nach dem Erfolg ihres ersten Spielfilms weitere Rollenangebote als Schauspielerin. Und in den vergangenen Wochen durfte sie bei SWR 4 als Radiomoderatorin arbeiten. Vanessa kann alles, so scheint es. Sie selbst sieht das ein bisschen anders. Jörg Assenheimer. Guten Morgen, wir starten gemeinsam in den Mittwoch. So wie jetzt hier zu stehen und Fragen zu beantworten, das läuft einfach. Aber 2 Sätze zu sagen übers Wetter, da kriegst du wirklich einen Knoten in die Zunge. Du willst es nicht und es passiert und... Das war echt spannend. Locker war sie vorher überhaupt nicht. Wie immer bei einem neuen Projekt musste sich Vanessa Mai zwingen, die Herausforderung anzunehmen. Ich hatte auch da wieder Angst. Ich wollte es auch da wieder nicht machen. Auch da hat Andreas wieder gesagt, Vanessa, wir machen das. Nein! Nein, insgeheim wollte ich es dann schon, aber ich hatte schon ein bisschen Angst am Anfang. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich zugeben. Aber es hat geklappt und Vanessa war erleichtert, bis die nächste Herausforderung kam und die nächste Angst. Denn Vanessa Mai musste ihr neues Video in einem verfallenen Hotel drehen und sie glaubt ein kleines bisschen an Geister. Und der Himmel reißt auf. Ich hab schon immer gewusst, dass wir uns irgendwann begegnen. Und zum Glück hatte sie mit Joel Brandenstein einen Duettpartner und ihr Mann Andreas war beim Dreh ja auch immer dabei. Und ich hörte von deinem Mann, dass du dich nicht mal allein aufs Klo getraut hast. Na, das stimmt nicht ganz. Ich war schon allein auf dem Klo. Nee, es ist ein wunderschönes Hotel gewesen, in dem wir gedreht haben, das schon hunderte von Jahren dort steht und immer noch so aussieht. Sehr besonderen Charme hat dieses Hotel und es soll spuken. In diesem Hotel kann man jetzt überlegen. Also nachts hätte ich da jetzt nicht gedreht. Tagsüber war es okay. Im Moment hält sich Vanessa mit sportlichen Videos fit. Denn im Oktober will sie auf Für immer Tour gehen, falls es dann wieder möglich ist. Und sie hofft natürlich auch, dass sie vorher noch mit ihrem Mann Andreas in den Sommerurlaub fahren kann. Normalerweise gehen wir zu meiner Familie nach Kroatien. Ich würde sie natürlich schon gern sehen. Ich glaube, da muss man einfach gucken, wie die Lage sein wird. Aber bei uns zu Hause ist auch wirklich schön. Ich bin gerne bei uns zu Hause. Das ist auch ein bisschen wie Urlaub. Aber ja, es ist alles noch in der Schwebe. Es ist echt schwierig. Ich glaube, von dem einen Tag auf den anderen mal schauen und nicht so viel planen, kommt immer alles anders. Und genauso wie bei ihrem Duett mit Joel Brandenstein. Da riss tatsächlich der Himmel auf und die beiden flogen in die Charts. Sind in den Single-Charts platziert. Das hatten wir, ich weiß nicht wie lange nicht mehr. Das ist toll. Es ist wirklich, der Himmel reißt echt auf. 2020 soll Vanessas Jahr werden. Daran glaubt sie immer noch ganz fest. Ja, und wenn Sie noch mehr von Vanessa Mai als Radiomoderatorin sehen oder die neue Single in voller Länge hören wollen, dann klicken Sie auf brisant.de.